Moin zusammen, Fennec hier. Im Hintergrund seht ihr gerade die Drachenhellebarde. Die Waffe benötigt 22 Stärke und 10 Geschick und skaliert auch mit diesen beiden. Das Besondere an der Drachenhellebarde ist nicht das Talent, dieses ist nämlich nur der Wirbelhieb. Jedoch wird sie durch das Benutzen des Wirbelhiebs für 20 Sekunden in Eis und Blitz gehüllt. Ihr macht mit der Waffe also physischen Blitz- und Frostschaden. Und obendrein sieht sie auch noch ganz cool aus, finde ich zumindest. Damit ihr die Drachenhellebarde bekommen könnt, müsst ihr nach Siofra. Da könnt ihr von Limgrave aus hier bei der dritten Kirche von Marika starten und lauft dann einfach immer weiter Richtung Süden. Und da ist dann der Brunnen am Siofra und da könnt ihr mit runterfahren. Aber ich zeige euch jetzt, wo wir in Siofra denn hin müssen. Und zwar starten wir hier beim Wald der Jünger. So, hier in Siofra angekommen, können wir ja erstmal aufs Pferdchen gehen. Und dann müssen wir, ich zeige euch mal in die Richtung, wir müssen hier in diese Richtung, also nach Süden quasi. Und da laufen wir jetzt erstmal ein Stückchen geradeaus. Und dann müssen wir gleich in einen Teleporter rein. Das ist ein, ja, ich will nicht sagen geheimes Gebiet, aber so halb geheim. Müssen wir hier auf die umgekippten Sachen rauf und dann hier hoch. Und hier ist schon der Teleporter. Den benutzt ihr dann. Und dann werdet ihr in ein, also in das gleiche Gebiet geportet, aber eine Ebene weiter nach oben. Und da kommt man nur hin, wenn man da den Teleporter benutzt. Ansonsten kommt man hier gar nicht hin. Zeige ich euch mal eben, wo wir hier sind. Und zwar hier oben. In dem Gebiet. Wir sind eben vom Wald der Jünger hier runtergelaufen, dann hier an der Säule hoch und hier war der Teleporter und dann wurden wir hier hingeportet. Jetzt müssen wir uns einfach umdrehen und geradeaus weiterlaufen. Hier dran vorbei. Und hier in diesem See, wo wir jetzt stehen, da hinten befindet sich ein Boss. Das ist der Drachenblutsoldat. Den müsst ihr killen und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr die Drachenhellebarde. Guti, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Drachenhellebarde und dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!